Russiv. Also heute schon 5. Kriegstag und ich begleite jetzt noch andere Menschen zum Grenze und sie werden dann weiter nach Polen fahren. Und ich fahre dann gleich zurück, habe noch ein paar Besuchen, also werde noch so schauen, was es gibt bei anderen Menschen. Und noch für einen her muss man irgendwelche Unterhalt finden, weil der jetzt ist wie fast wie, also hat einfach also keinen Platz hier zu bleiben und das werden wir schon schaffen, hoffe ich. Steht man jetzt die ganze Zeit an den Stau, es gibt Blockpost nach Blockpost, muss man bei jedem also Dokumenten zeigen und erzählen, wohin man fährt und woher und bla 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 bla. Und das ist wie territorialer Schutz. Das ist also wie, also Freiwillige, ja, die kommen hier, die sind am Platz, am Ort und die sind immer bereit, also Waffe nehmen und ja, und in manchen Städten gibt es echt so, dass du kommst, also wir sind gestern gefahren zum einen Grenzübergang, dort müsste man, denke ich, jede 5 Kilometer anhalten und dann Dokumenten zeigen und Kofferraum aufmachen und dann wieder und dann wieder und wieder. Ich denke, ungefähr 10 Mal ich bin angehalten geworden. Das war echt sehr interessant. Aber damit sie sagen, also es ist sehr wichtig, jetzt die ganze Diversionen von Russen vermeiden, weil die versuchen von verschiedensten Wegen, also mit Autos, also kommen und dann irgendwelche Unruhe machen. Ja, und deshalb, unsere Männer sind immer bereit, das stoppen, ja, und damit schon langsam aufzuhören. Oder nicht langsam. Ja, also ich wollte jetzt ein Foto machen von ein interessantes Bild. Das ist irgendwie also eine Mischung zwischen ukrainischen und polnischen Wappen und Flaggen gleichzeitig. Und das ist ein bisschen also interessant. Und weil ich werde morgen also mit einer polnischen Studentengruppe sprechen, durch Zoom. Ja, und dann, das ist nah zum Grenze und also territoriale Schutz hat einfach mich angehalten, ja, und hat mit mir gesprochen, hat meine Dokumenten durchgesucht und so. Und das war irgendwie so eine 5 Minuten bisschen Gespräch, ja, und so ein bisschen, die waren so ein bisschen gezweifelt, weil, also, was ich das da mache, wofür Foto mache und das auch, also neben der Grenze eigentlich, deshalb, also wahrscheinlich waren sie ein bisschen, also wussten nicht genau, wie das alles funktioniert. Es ist echt, also manchmal so interessant, also ich verstehe, dass es so eine Notwendigkeit und ich denke nicht, dass es irgendwie also Macht missbrauchen, aber es ist manchmal so ein bisschen so kompliziert, weil kommt zu dir wahrscheinlich ein Typ ohne klare Dokumenten, zum Beispiel so wie ein Polizist oder ein Steuermensch oder noch jemand, und dann musst du ihm zum Beispiel Dokumenten zeigen, weil der ist einfach irgendwo, also weil der irgendwo also genutzt ist oder frei. Und ich meine, in normaler Zeit, also ich würde sagen, also du bist einfach abscheulich, das gibt sowas überhaupt nicht. Aber jetzt ist es ist echt so, dass also viele sind sehr befürchtet, also mit ganze diese russische Truppen, also niemand will also bei sich sowas haben, niemand will irgendwelche Diversionseinsätze haben, ja, und deshalb alle machen also auch von verschiedensten Zwecken diese ganze Dienst. Ja, das war richtig, richtig interessant, muss man sagen. Ja, also jetzt, also die Mitfahrer, die bei mir waren, die sind schon raus, also ungefähr 6 Kilometer vor der Grenze. Sie müssten aussteigen, weil dort also ich konnte nicht also irgendwie also am Gegenspur fahren. Ja, dort ist einfach umständlich. Also es gibt keine dritte Spur. Deshalb also muss man dort auch also den aussteigen lassen.
Und dann, sie müssen schon zu Fuß gehen, weiter zu Fuß gehen und alles. Und die müssen schon diese 6 Kilometer bis zum Grenze und dann werden sie irgendwelche Flüchtlingsschein erstellen. Weil es auch, also jetzt, ich habe mit manchen gesprochen, die sagen zum Beispiel, ja, wir sind mit einem Zug gefahren, hingefahren. Und irgendwie, das ist einfach der Zug, seine Strecke, einfach in der Mitte der Strecke einfach gewechselt. Und der ist schon also zum ganz andere Stadt gefahren. Jetzt habe auch mit einem guten Freund von mir gesprochen, der in Kiew und der sagt, das ist einfach, das ist eine, es ist sehr schwer. Also als ich höre, die haben Probleme mit Brot zum Beispiel. Es gibt einfach kein Brot, es gibt keinen Bäcker, der arbeitet da, weil die Angst haben, zur Arbeit zu gehen. Ja, das ist gefährlich für denen, lebensgefährlich. Ja, die sitzen in irgendwelchen Katakomben, die hören also diese ganze Artillerie und das macht überhaupt keinen Spaß. Sitzt du in irgendwelchen Katakomben, im Keller, in einem Bombenschutz, das macht keinen Spaß. Und ich hoffe, ich bete für sie alle, dass es wird normal, dass also, sie werden in einem sicheren Platz sein und nicht das alles hören. Die Kinder, die aus diesen Gebieten mit militärischen Ereignissen kommen, die sind auch in sehr, sehr schlechtem psychologischen Zustand. Das tut mir so leid. Ich kann das gar nicht ergreifen, gar nicht beschreiben. Wir haben mit einem guten Freund gesprochen und haben ein bisschen darüber gedacht, warum normalerweise fängt man also alle Kriege ziemlich früh. Das ist eigentlich nicht in Ordnung, das geht nicht, das ist ein bisschen schwach zu kämpfen. Es ist von einer Seite. Von anderer Seite ist es eigentlich sehr, sehr praktisch, weil dann machst du diese ganzen Störungen. Ja, und dann dass die Menschen sind so gezweifelt und wissen überhaupt nicht, du ziehst jemanden aus seinem Bett und dann, der kann dir alles sagen, der ist sehr schwach und der kann keinen Widerstand machen. Das dauert noch, keine Ahnung, also 10, 15 Minuten, bis sie dann also schaffen, aktiv sein, ja, und bereit für den Kampf. Ja, deshalb ist es schon praktisch. Und Russland hat dieser Krieg um 5 Uhr morgens angefangen. Ja, weil das ist einfach perfekte Zeit dafür. Wenn ich höre, wie viele Menschen dort sterben und dass sie trotzdem immer noch still bleiben und sagen, nee, es ist in Ordnung, es ist okay, dass wir, also so viele unserer Söhne kommen jetzt in Sargen nach Hause. Es ist in Ordnung, dass so viele Kinder werden verwaist. Es ist in Ordnung. Das kann ich gar nicht verstehen. Es ist kein ziviler Mensch kann sowas in seinem Kopf also halten. Also Tod von jedem von unseren Soldaten, das ist ein großer Verloren. Ja, das kam auch von Anfang von der Krieg. Weil wir haben den Krieg schon eigentlich 8 Jahre lang. Ja, das war von ganzem Anfang, ja, wenn ein Soldat, der also im Krieg umgefallen nach Hause kommt, dann ganze Dorf oder die ganze seine Straße in eine Stadt trifft seinen Sarg. Das ist eine große Tragödie und ich verstehe nicht, warum dort sowas geht einfach nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Ich können sie einfach ihre Menschen in Mangel einfach schicken und sie einfach also gestorben nach Hause kommen. Die Sanktionen, klar, das irgendwie funktioniert, das ist ja, das ist auch wichtig, also um diese Aggression zu stoppen. Aber dass die Menschen selbst, dass ihre Söhne zum sowas schicken erlauben, dass und neues Krieg anfangen, ich verstehe nicht. Weißt du, Russland ist 17 Millionen Quadratkilometer ist die Fläche von Russland. 17 Millionen Quadratkilometer, das größte Land der Welt. Wofür brauchen sie noch,
noch 600.000. Wenn sie um ihre 17 Millionen können nicht kümmern, wofür? Wenn überall, wo sie hinkommen, das ist Elend, da sind Tränen, da sind verwaiste Kinder, das ist einfach zerstörte Wirtschaft und alles ist schlecht. Alles. Menschen fliehen weg aus Transnistrien, aus dieser unerkannten Republik, aus Abchasien, dort wohnt schon kaum jemand. Aus Ossetien. Also habe auch erkannt, weil wir haben dann, wann war es? Vorgestern. Wir haben vorgestern 3 Stunden auf einen Zug gewartet und Evakuationszug und der kam einfach nicht. Und wir wussten, also wir waren also sehr frustriert, also wegen dieser Ereignisse. Später, wir haben schon heute früh haben wir erkannt, dass es passierte wegen Lieferung von verschiedenen Munition und Waffe von Westen. Das kam einfach und das ist so, dass die Züge mit Militärsachen, die sind immer in Priorität, besonders jetzt in dieser Zeit, während dem Krieg. Es ist sehr wichtig, dass Militärzüge kommen zuerst. Das ist schon also interessant, wie das alles funktioniert, also diese Kriegszeit. Trotz aller dieser Ereignisse, ganz in diesem Krieg, es ist auch also schön, was zu feiern. Und ich habe heute einen Geburtstag von einer Freundin und ich will das auch gerne besuchen.